Herr Epp, was haben Sie hier vorgefunden, als Sie eintrafen hier vor Ort? Wir wurden kurz vor 10.30 Uhr alarmiert zu einer eingeklemmten Person unter Baumstämmen. Das hat sich dann letztendlich nicht so herausgestellt. Glücklicherweise, es handelt sich nur um einen Hund, der halt eingeklemmt war zwischen den Baumstämmen. Aber er war augenscheinlich erstmal soweit nicht weiter beeinträchtigt. Er war noch am Bellen und konnte sich bewegen. Nur für uns stellte sich jetzt die Problematik dar, dass wir diesen Hund natürlich befreien müssen. Und nach den ersten Untersuchungen bzw. nach der Einschätzung haben wir gesehen, dass der Hund zwischen zwei Baumstämmen mit seinem Kopf eingeklemmt war. Also er konnte sich gar nicht selber befreien. Das heißt also, die Feuerwehr musste in diesem Bereich tätig werden. Diesbezüglich haben wir dann versucht, erstmal die anderen Baumstämme zu unterbauen, denn wir müssen uns ja einen gewissen Zugang zum Hund verschaffen. Und aufgrund der Unterbaumaßnahmen von zwei Seiten haben wir dann die Möglichkeit gehabt, auch technisches, hydraulisches Rettungsgerät einzusetzen, um halt die beiden Baumstämme, wo der Hund sich verkeilt hat, etwas auseinanderzuziehen oder auseinanderzudrücken, um damit der Kopf frei wird und er dann wohlbehalten wieder aus dem Holzstapel herauskommt. Die Feuerwehr nicht nur Menschenretter, sondern auch Tierretter. Dafür sind wir zuständig. Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte. Dafür sind wir da. Ich bedanke mich herzlich. Sehr gerne.